Dienstag, 4. September 2012. Gegen 9 Uhr war die Einfahrt in die Schleusenanlage von Brunsbüttel und der Lotsentender voraus schon gut zu erkennen. Wenn jetzt noch die Schleuse einwandfrei funktionieren würde, stände einer herrlichen Tagesfahrt durch den Nord-Ostsee-Kanal nichts mehr im Wege. Kurze Zeit später kam das Lotsenversetzboot an Steuerbord längsseits und die Anna Sirka nahm den Kanallotsen auf. Der Lotse war an Bord. Die Ansteuerung in die Schleusenanlage hatte begonnen. Wind, Seegang und besonders die Tidenströmung müssen genau berechnet werden. Daher ist auf der Brücke höchste Konzentration erforderlich und das Manöver ist nicht so einfach, wie es hier vielleicht im Film aussieht. Der Schleusengott war uns gnädig, die Schleuse funktionierte einwandfrei und gegen 10 Uhr lagen wir fest in der großen Südschleuse. Nach circa 30 Minuten ging es weiter, das Schleusentor öffnete sich und die Anna Sirka fuhr in den Kanal ein. Bei der Ausfahrt fiel mir auf, dass der Kanalkiosk auf der Mittelmole komplett abgerissen war. Das ist eigentlich sehr schade, denn nun kann man während des Aufenthalts in der Schleuse leider nicht mehr dort einkaufen. Wir befanden uns nun im Nord-Ostsee-Kanal. Circa 7 Stunden Kanalfahrt lagen vor uns. Bei diesem herrlichen Wetter ein echtes Vergnügen. Fast während der gesamten Kanalpassage machte ich meine Videoaufnahmen vom Peildeck aus, im Seefahrtsjargon auch Monkey Island genannt. Das Peildeck ist das Deck über der Brücke, wo sich die Signaleinrichtungen befinden, wie zum Beispiel Antennen oder die Radarbalken. Von hier aus kann man die schönsten Aufnahmen machen, weil man aus dieser Höhe weit ins Land schauen kann. Kurze Zeit später unterquerten wir die Hochbrücke Brunsbüttel bei Kanalkilometer 6,12. Mein Kumpel Peter Tede hatte mir bereits per SMS mitgeteilt, dass uns in kurzer Zeit die ersten Schiffe entgegenkommen würden. Hier die York Reliance, eines von ca. 40.000 Schiffen, die diese meistbefahrene künstliche Wasserstraße der Welt jährlich durchqueren. Für die knapp 100 Kilometer lange Passage benötigt das Schiff, wenn alles glatt läuft, ca. 7 Stunden. Es kann aber auch wesentlich länger dauern, zum Beispiel durch einen längeren Stopp in einer der Kanalweichen, wenn vorfahrtsberechtigte Schiffe, zum Beispiel wegen ihres Tiefganges oder gefährlicher Ladung, passiert werden lassen müssen. So ein Stopper, wie er in der Seefahrt genannt wird, kann durchaus mal bis zu einer Stunde dauern. Hier wieder eine der 10 über den Kanal führenden Brücken, die Eisenbahnhochbrücke Hochdonn,
mit einer Länge von 2218 Metern bei Kanalkilometer 18,7. Gegen 12 Uhr ging ich in die Messe zum Mittagessen. Gefüllte Paprikaschote mit Salzkartoffeln, Gemüse und Soße. Nachschlag selbstverständlich. Die Grünenthaler Hochbrücke mit einer Länge von 405 Metern bei Kanalkilometer 31 war erreicht. Von dieser Brücke habe ich schon viele schöne Videoaufnahmen gemacht. Kurze Zeit später passierten wir den Fähranleger Fischerhütte, mein absoluter Lieblingsplatz, wenn ich am Kanal bin. Hier kann man sich gemütlich niederlassen und bei einer gepflegten Currywurst die vorbeifahrenden Schiffe beobachten. Der große Vorteil des Nord-Ostsee-Kanals ist, dass es keinerlei Absperrungen gibt. Überall kann man bis zum Ufer gehen und den zum Greifen nahe vorbeifahrenden dicken Pötten hinterher schauen. Im Sommer entfaltet die Landschaft am Nord-Ostsee-Kanal ihre ganze Schönheit. Der Blick auf das weite grüne Land beiderseits der Kanalufer ist eine einzige Augenweide. Aber auch im Winter, wenn der Schnee die Landschaft weiß gefärbt hat, ist eine Passage mit einem Frachtschiff durchaus reizvoll und sehr zu empfehlen. Die Ufer am Kanal sind zum größten Teil befahrbar, eine ideale Voraussetzung für Wanderer und Fahrradtouristen. Überall laden Bänke dazu ein, sich kurz niederzulassen, zu entspannen und Kraft für die nächsten Kilometer zu tanken.
Hier bei Rüsterbergen, etwa in der Mitte des Kanals, befindet sich die Lotsenstation. Hier kommen die Lotsenversetzboote während der Fahrt längsseits und der Lotsenwechsel findet statt. Über diese Begegnung freue ich mich immer wieder. Wir begegneten dem Raddampfer Freier, einem Ausflugsschiff, das mit Touristen auf Kanaltour geht, hier bei seiner Jazz-Brunch-Fahrt. Immer wieder bewundere ich die schönen Häuser direkt am Kanal. Hier zu wohnen, das wäre ein echter Traum für mich. Gegen 15 Uhr erreichten wir die Rendsburger Hochbrücke, die wohl schönste und bekannteste Brücke am Nordostseekanal bei Kanalkilometer 63 mit einer Länge von 2486 Metern. Eine echte Rarität ist auch die Rendsburger Schwebefähre, eine von weltweit noch 9 erhaltenen Fähren dieser Art. In ca. 1,5 Minuten befördert sie Autos und Passagiere über den Kanal und das kostenlos. Gleich dahinter die Schiffsbegrüßungsanlage, wo alle vorbeifahrenden Schiffe mit ihrer Nationalhymne begrüßt werden. Gegen 15 Uhr passierten wir den Fähranleger Nobis Kuhb bei Kanalkilometer 65,3, eine von 14 Fährverbindungen über den Nordostseekanal. Alle Überfahrten sind kostenlos. Mittlerweile befanden wir uns in der Ausweichstelle Audorf-Rade. Hier kam es zu zahlreichen Begegnungen mit anderen Schiffen.
Nachdem wir die Rader Hochbrücke bei Kanalkilometer 68,1 passiert hatten, wurde der Kanal im letzten Abschnitt vor Kiel-Holtenau immer enger. Hier gab es für mich wieder sehr viel zu tun, um möglichst alle Schiffe, die uns entgegenkamen, zu filmen. So eine komplette Passage zu filmen, ist echte Schwerstarbeit. Laufend muss die Position gewechselt werden, bei 8 Decks und einer Länge des Schiffes von 134 Metern keine leichte Aufgabe. Am Ende einer solchen Durchfahrt bin ich immer total geschafft und kann danach keine Schiffe mehr sehen. Am nächsten Tag ist allerdings alles wieder vergessen und dann geht alles von vorne los. Der letzte Kanalabschnitt vor Kiel-Holtenau ist besonders schön. Die Landschaft ist einmalig. Dieses satte Grün der Bäume und Felder, ich kann mich einfach daran nicht satt sehen. Gegen 17 Uhr war die Levensauer Brücke bei Kanalkilometer 93,6 erreicht. Von hier aus ist es nur noch ein Katzensprung bis nach Kiel-Holtenau. Gegen 17.30 Uhr lag die Schleusenanlage von Kiel-Holtenau vor uns. Bei diesem herrlichen Wetter ein toller Anblick. Die Kanalfahrt war normal verlaufen und es hatte keine unvorhergesehenen Verzögerungen gegeben. Das Schleusentor war geöffnet und das Einlaufmanöver verlief wie immer sicher und problemlos.
Circa 30 Minuten später war der Schleusungsvorgang beendet. Das Schleusentor öffnete sich und die Anna Sirka steckte ihre Nase in die blauen Fluten der Ostsee. Unser nächster Zielhafen hieß Kaliningrad in Russland, das ehemalige Königsberg. Wenn Sie Lust haben, begleiten Sie mich im nächsten Teil weiter auf meiner Reise mit der Anna Sirka nach Kaliningrad und Gävle. Es wird wieder tolle Bilder zu sehen geben. Versprochen.